Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Restaurantranglisten.de. Interviews mit Spitzenköchinnen und Köchen und interessanten Persönlichkeiten der Feindining-Szene. Ich bin Kersten Mügge. In dieser Folge hört ihr ein kurzes Interview mit Sarah Henke, das ich schon im Januar aufgezeichnet habe, und zwar bei der Präsentation eines Buches zum Thema Fische von Thomas Ruhl. Da sind auch einige Rezepte von Sarah Henke drin und deswegen war sie bei der Buchpräsentation in Hamburg dabei. Und das war auch der Aufhänger, um mit ihr über ihr eigenes Kochbuch zu sprechen, das den Titel trägt: Korea, meine kulinarische Reise in das Land der vielen Wunder. Das Buch dokumentiert auch die erste Reise von Sarah Henke in ihr Geburtsland Südkorea. Wie ihr wahrscheinlich wisst, ist sie als Kleinkind nach Deutschland gekommen, wo sie dann bei ihren Adoptiveltern aufgewachsen ist. Mit den Küchen Asiens ist sie ja erst in Berührung gekommen, als sie Küchenchefin im Spices auf Sylt wurde, da das Restaurant ein asiatisches Konzept bekommen sollte. Danach ist sie dem Thema dann aber treu geblieben. Inzwischen ist sie ja Küchenchefin im Joso in Andernach, in direkter Nachbarschaft zum Zwei-Sterne-Restaurant Purs, dessen Küchenchef ist ihr Ehemann Christian Eckert. Und wir sind mit unserem Gourmet-Club im Oktober zu Gast in den beiden Restaurants. Und wie ihr dabei sein könnt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes. Und dann haben wir hoffentlich die Möglichkeit, mit beiden noch ein ausführlicheres Interview für diesen Podcast zu führen. Das soll also sozusagen nur ein kleiner Appetitanreger sein. Welche Rolle spielt Fisch in Ihrer Küche? Also ich würde sagen, dass Fisch eine sehr große Rolle spielt. Also ich habe jetzt gerade mal so ein bisschen im Kopf durchgezählt, aber ich meine, wir haben auf jeden Fall über 50% Fischgerichte. Also ich glaube, aktuell sind es 3 Fleischgerichte und 5 Fischgerichte. Fällt es Ihnen immer leichter, Gerichte zu entwickeln mit Fisch oder mit Fleisch, oder hat das damit gar nichts zu tun? Also ich selber esse halt auch viel lieber Fisch als Fleisch. Von daher ist es, glaube ich, dann, macht die Kreativität oder ist es auch einfacher, dann damit dann Gerichte zu entwickeln. Heute ging es ja in der Veranstaltung hier auch viel um das Thema, ich sag mal, Fischbestände. Was kann man essen, was kann man beruhigt essen, wo ist es vielleicht schwierig? Und das ist ja auch ein Thema, wo die Informationslage, sagen wir mal, für den Verbraucher schwer zu durchschauen ist, was nun wirklich geht. Wie gehen Sie das an als professionelle Köchin, wo aber vielleicht auch die Leute, die Gäste ja auch eine Erwartung haben, dass man da nichts Schlimmes isst, in Anführungsstrichen? Ja, also ich fand jetzt heute sehr informativ, auch für mich, weil ich dann doch einige Sachen noch erfahren habe, die ich vielleicht so vorher nicht so bewusst, die mir so bewusst waren, so rum. Also wir jetzt zum Beispiel im Joso legen halt auch Wert darauf, dass man auch Fische benutzt, die vielleicht gar nicht so gängig sind, die halt vielleicht auch ein bisschen Erklärungsbedarf dann bei dem Gast bedeuten. Jetzt erst neu, also wir haben jetzt aktuell auf der Karte Adlerfisch, das ist jetzt, glaube ich, auch kein Fisch, den man jetzt so im Supermarkt bekommt oder halt für den Endverbraucher. Und das ist dann halt auch schön, irgendwie so ein bisschen Aufklärung zu bieten. Sie kommt ja mit ein paar Rezepten auch in dem Buch vor, um das es heute ging. Wie ist es für Sie, das Thema mit Rezepten in einem Buch aufzutauchen? Weil normal ist ja Kochen eine Sache der Vergänglichkeit, logischerweise, weil das Essen gegessen wird. Das ist was Besonderes. Ja, natürlich. Also ich glaube, man gibt ja jetzt durch das ganze Social Media, gibt es ja ganz viele Fotos. Da kann man manchen auch ein bisschen Sachen konservieren. Ja, genau, richtig. Aber ich glaube, wenn bei uns in der Küche wird sowieso jedes Gericht rezeptiert. Von daher ist es dann nochmal umso schöner, wenn man dann gefragt wird, ob man mit ein paar Rezepten halt auch in einem Kochbuch vertreten sein möchte. Und wonach haben Sie die ausgewählt oder hat Thomas Ruhl die ausgewählt? Das je nachdem, was passt, wie ist der Prozess da gewesen? Ja, der Thomas und ich, wir kennen uns ja schon, ich glaube, seit über 9 Jahren und hat mich, glaube ich, auch so in meiner Laufbahn oder in meiner Entwicklung begleitet. Und daraus sind dann ja immer mal wieder irgendwelche Projekte entstanden, das halt auch für die Porte Culinaire fotografiert hat. Und der Thomas hat dann aus dieser Zeit halt die Rezepte und die Fotos ausgesucht. Aber in Ihrem Kochbuch, was sozusagen Ihren Namen trägt und um Korea sich dreht, da haben Sie logischerweise natürlich alle Rezepte, sind ja dann von Ihnen, wenn ich das so richtig vor Augen habe, ne? Ja, genau, richtig. Das ist, also, ist dann schon was anderes, wenn man dann ein ganz eigenes Buch hat. Ja, genau, richtig. Also das Korea-Kochbuch Sarah Henke ist natürlich 100% auf mich zugeschnitten. Also dadurch, dass ich ja meine persönliche Geschichte erzähle, die Reise
wie eine Art Reisetagebuch beschreibe, ist es natürlich auch für den Leser halt eine spannende Sache, nicht nur, ich sage jetzt mal, einen kleinen Einblick zu bekommen, was steht hinter so einer Sterneküche, wie aufwendig ist so eine Sterneküche, sondern es halt auch, wie erging es mir vor Ort in Korea, was habe ich da alles erlebt, was für kulinarische Eindrücke habe ich dort erlebt und was setze ich halt jetzt auch letztendlich im Joso um mit der 6-gängigen Korea-Reise. Da gehen wir noch mal ein bisschen ins Detail. Das Buch ist ja nicht nur voller Rezepte, sondern ist ja auch sehr, sehr viel Text drin, wo Sie im Grunde diese ganze Reise sehr detailliert beschreiben und sich auch persönlich dem Leser öffnen, um es mal so zu sagen. Ja. Das muss man ja auch zulassen. Warum haben Sie sich das entschieden, das so darzulegen auch? Ja, ich glaube, dass es für mich auch eine gute Möglichkeit gewesen ist, ich glaube, so das alles so für mich auch zu verarbeiten. Ich habe mir immer gesagt, wenn ich mal die Möglichkeit habe, ein Kochbuch zu schreiben, möchte ich das halt auch mit ganz viel Persönlichkeit füllen können. Und ja, mit dem Christian Verlag hatte ich jetzt auch die Möglichkeit, halt wirklich so meine eigene Lebensgeschichte zu erzählen. Und mir war es halt auch sehr wichtig, dass das auch meine Worte sind, die der Leser halt dort dann auch wieder drin, also wiederfinden wird. Und der Reisebuchanteil ist ja schon fast ein Drittel, den das Buch halt einnimmt. Und dadurch, dass ich auch alleine die Reise angetreten habe, also natürlich begleitet vom Fotografen, habe ich aber, glaube ich, so sehr viel Zeit gehabt, mich durch das Schreiben, mich damit auseinanderzusetzen, was ich halt vor Ort erlebt habe. Und beim Lesen habe ich den Eindruck, dass der Text auch, sagen wir mal, nicht allzu sehr redigiert ist oder zu sehr professionell bearbeitet ist und dass es relativ authentisch Ihre Worte sind. Ist das so oder hat danach noch eine größere Nachbearbeitung stattgefunden? Nee, also ich hätte die Möglichkeit gehabt, ich sage jetzt mal, Video mit dem Handy Videos aufzunehmen, wo ich dann erzähle, was ich am Tag über erlebt hätte und dann hätte sich ein Ghostwriter hingesetzt und hätte es dann in Sprache geschrieben oder in Wort geschrieben. Natürlich war dann jemand da, der das nochmal überlesen hat, ob das alles so von einer, ich weiß nicht, Lektorat nennen wir das, glaube ich, ne? Aber so im Großen und Ganzen sind es halt meine Worte. Ich finde, der Text hat eine ganz eigentümliche Mischung, möchte ich so sagen. Einerseits wie ein Tourist reist, also wie sich ein Land erschließt und einfach ganz unbefangen kennenlernt. Der zweite Teil, der Ton, der da so drin gesetzt ist, ist der einer Köchin, die natürlich auf die kulinarischen Sachen achtet. Und die dritte Sache ist die Suche nach der eigenen Herkunft, nach ihrer Persönlichkeit. Ist das eine zutreffende Beschreibung, wie ich das so gelesen habe? Ja, auf jeden Fall. Also es ist halt wirklich so wie... Also ich bin ja sehr unbefangen halt in das Land gereist. Also ich hatte mir natürlich dann 2-3 Reiseführer gekauft, habe so ein bisschen drin rumgeblättert, was vielleicht auch so typisch ist oder wo, also jedes Land hat ja seine Eigenheiten, worauf man sich vielleicht einstellen kann. Aber letztendlich, wenn man dann wirklich in dieses Land reist, kommen natürlich ganz viele neue Situationen auf einen zu, die man halt vorher noch nie erlebt hat, dadurch, dass ich auch die Sprache nicht kann, nur das Aussehen habe. War es natürlich für mich dann auch doppelt schwierig, wobei ich ja natürlich dann auch die Dolmetscherin an meiner Seite hatte, mit der ich mich dann auf Englisch unterhalten konnte und die mir halt auch sehr viel aus ihrem eigenen Leben erzählt hat. Und ich glaube, was für mich dann halt auch die ganze Reise halt einfacher gemacht hat, jemanden zu haben, so ein bisschen eine Bezugsperson, um sich dann auch austauschen zu können. Und es ist natürlich auch super spannend, wenn man als Köchin in ein fremdes Land reist, die ganzen neuen Aromen dann wirklich vor Ort zu probieren, die authentischen Geschmäcker, die Küchen zu erleben, einfach die ganze Essenskultur, wie man da gemeinsam als Gruppe am Tisch sitzt, Spaß hat, laut lachen kann, ohne dass man sich vielleicht umdreht, so, oh, jetzt haben wir vielleicht doch irgendwie, vielleicht waren wir zu laut gewesen am Tisch. Man sieht einfach, dass die Koreaner halt viel mehr Bewusstsein haben beim Essen, dass es denen viel mehr Spaß macht, halt in der Gruppe zu essen, dabei Spaß zu haben und genauso wollen wir das halt auch im Joso haben. Sie haben ja am Anfang in dem ersten Kapitel des Buches oder im ersten Teil des Buches auch beschrieben, dass Sie als Kind oder als junge Frau, ich sag mal, alles, was so mit Korea zu tun hat, gar nicht so an sich rangelassen haben, sondern so ein bisschen ferngehalten haben, wenn ich das mal so in meinen Worten wiedergeben darf. Wie ist denn dann überhaupt dann doch der Punkt entstanden, zu sagen, jetzt gebe ich mich auf diese Reise, weil jetzt möchte ich es irgendwann doch wissen im Alter von Anfang 30? Ja, ich glaube, es ist ja, glaube ich, so eine Entwicklung, die man ja selber durchmacht. Und ich glaube jetzt so, ich bin seit über 2 Jahren jetzt mit meinem Mann verheiratet. Also wir kannten uns ja davor auch schon längere Zeit. Wir haben jetzt einen festen Wohnsitz, wo wir uns beide wohlfühlen, wo jeder seiner Karriere nachgehen kann, wir aber trotzdem einen gemeinsamen Lebensmittelpunkt haben.
Und ich würde halt behaupten, dass wir angekommen sind. Und ich glaube, dass also die Situation außenrum ist halt, glaube ich, sehr wichtig, um dann so eine Reise anzutreten, wo es dann ja wirklich um sehr viel Persönlichkeit geht, um vielleicht Sachen kennenzulernen, die, also, oder wie soll ich sagen, also man, also ich wusste ja nicht, also ich habe mich auf eine Reise begeben und wusste ja nicht, was macht die Reise mit mir. Und aber letztendlich bin ich jetzt sehr glücklich darüber, dass ich diese Chance hatte, dort das Land zu bereisen. Und wir werden jetzt auch im Februar, also jetzt dieses Jahr, werde ich mit meinem Mann halt nochmal 2 Wochen hinfliegen, um ihm halt auch so diese ganzen Orte zu zeigen, Situationen zu zeigen oder Erlebnisse, was ich dort halt alles erlebt habe, um, glaube ich, auch nochmal das Land nochmal auf eine andere Weise kennenzulernen. Also weil damals, als ich dort war, war alles sehr neu für mich und es war halt auch mal ein Fotograf dabei. Ich glaube, da ist das Verhalten von einem nochmal anders, als wenn man dann wirklich privat ohne Kamera unterwegs ist, die einen dabei beobachtet, so wie verhält sie sich jetzt, was macht sie jetzt. Also wir sind sehr gespannt. War das für Sie auch leichter, weil es andererseits auch ein Projekt war? Denn es war ja vorher schon klar, dass ein Buch daraus werden sollte, dass man vielleicht ja eingebunden hat, ist es schwer zu sagen, wie ich meine. Also klar ist ja auch irgendwie, dass die Reise ja eine Dokumentation ist und es lag ja an mir, wie viel ich jetzt wirklich preisgeben möchte von dem, was jetzt in meinem Inneren vorgeht. Also es ist auch tatsächlich eine oder zwei Situationen, die im Buch nicht veröffentlicht worden sind. Einerseits hatte ich durfte ich einen Tag lang mit der Zhang Guan, das ist die Mönchin, die auch auf Netflix zu sehen ist, in ihrem Tempel besuchen und hatte dort ein ganz wunderbares Gespräch, was auch sehr emotional gewesen ist, weil sie mir, glaube ich, nochmal so nochmal eine Sichtweise auf das Leben gezeigt hat, die oder was heißt nicht eine neue, also vielleicht eine Sichtweise, die ich, glaube ich, immer schon verfolge, aber die sie mir jetzt nochmal bewusster gemacht hat, wie wichtig so eine Sichtweise einfach ist. Also dass man, wenn man irgendetwas mit Liebe macht oder man 100% dahinter steht, dass man halt viel glücklicher ist und zufriedener sein kann und man nicht immer danach streben muss, mehr zu erreichen, sondern es halt auch mit dem zufrieden sein kann, was man halt hat. Und ich glaube, dass ich mich sehr glücklich schätzen darf mit dem Leben, was ich führe, also mit dem Mann an meiner Seite, mit der Familie, die ich habe und den Erfolg, den wir beide haben. Also ist gut. Das ist schön und ich finde diese Authentizität, die das Buch bietet, ist einfach toll, weil das hat man bei Kochbüchern so selten, finde ich. Dann hat das Buch ja, was die Rezepte angeht, 2 Teile. Einmal die original koreanischen Rezepte und einmal die Rezepte im Yoso sozusagen. Wie haben Sie das gestaltet? Weil die koreanischen Rezepte sind ja dann gar nicht welche aus dem Restaurant gewesen, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder wie ist das entstanden? Also, wir hatten, die Reise wurde ja durch eine Reisefirma wurde die ja geplant und man hatte dann ja, also von Anfang an wurde ja gesagt, wir sind an dem Tag da und da und es wurden die Restaurants ausgesucht oder die Märkte ausgesucht, wo man hingeht. Der Fotograf hat dann halt alles das, was ich halt gegessen habe, wurde halt fotografiert und dementsprechend wurden dann die Rezepte gesucht und in dem Buch dann veröffentlicht. Also hätte ich jetzt andere Sachen gegessen, wären halt andere Sachen veröffentlicht worden. Also es sind natürlich viele traditionelle Sachen dabei oder die wie das Bibimbap oder das Kimchi, also das darf halt in so einem koreanischen Buch einfach nicht fehlen. Aber als wir dann auf einem Markt gewesen sind, wo ich dann irgendwie diese Schweinefüße gegessen habe oder Hühnerfüße, das ist ja einfach durch die Situation entstanden, weil wir darüber gelaufen sind und ich mir dann selber gesagt habe, also ich versuche so viel, wie es geht, zu probieren, auch wenn ich es vielleicht danach nicht wieder essen werde, aber es ist einfach eine interessante Erfahrung. Ja. Das heißt, die Rezepte haben Sie praktisch vor Ort dann recherchiert? Genau, ja. Ist ja auch bekannt, dass Sie sich mit der asiatischen Küche erst auseinandergesetzt haben, als es praktisch darum ging, auf Sylt das Weißes an den Start zu bringen. Ich sagte ja, wir haben ja gerade schon gesprochen, dass Sie es auch im Buch beschrieben haben, dass es auch eine Annäherung war für Sie praktisch an das Land Ihrer Geburt. Glauben Sie, dass das so möglich gewesen wäre, wenn Sie nicht angefangen hätten, mit der asiatischen Küche sich sozusagen dem anzunähern? Oder spielt das dabei auch eine Rolle, dass man das sozusagen wie so eine Annäherung auf dem beruflichen Feld ist, um sich dem auch persönlich zu öffnen? Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass dadurch, dass ich mich jetzt mehr mit der asiatischen Küche beschäftige, dass ich dann auch meine persönliche Reise angegangen bin. Also ich glaube einfach, dass dann die Neugier auf jeden Fall größer gewesen ist,
oder zusätzlich da war, die Korea halt zu bereisen, um halt auch die koreanische Küche mehr kennenzulernen oder halt die Aromen halt vor Ort zu schmecken. Ja. Jetzt sind Sie ja seit einiger Zeit, sozusagen das Buch ist ja jetzt knapp anderthalb Jahre, zwei Jahre auf dem Markt, ne, ungefähr. Ja. Sozusagen im Joso gibt es neue Menüs. Gibt es Auswirkungen, außer dass Sie sagen, es gibt ja jetzt das Menü von, zu dieser Reise, zu diesem Buch, aber trotzdem Auswirkungen, was Sie für Ihre Arbeit aus Korea mitgenommen haben? Ja, also wir haben zwei Sechsgang-Menüs. Einmal die Elemente-Reise, weil wir das Joso nach den Elementen, oder ne, bedeutet ja Elemente auf Koreanisch. Und dann haben wir die Korea-Reise und die war anfangs sehr inspiriert durch die Aromen, die ich halt vor Ort gegessen habe. Und inzwischen die Korea-Reise haben wir immer noch und jetzt kommen halt aber immer wieder neue Gerichte auf die Karte, wo ich aber dann schon versuche, oder nicht versuche, also wir dann Aromen nehmen, die halt so eher typisch für Korea sind, ja, und da dann in den Gerichten verarbeite. Das war das Interview mit Sarah Henke. In zwei Wochen kommt dann die nächste Folge unseres Podcasts. Wenn ihr die nicht verpassen wollt, abonniert den einfach und bis dahin sage ich Tschüss.